Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Olympique Marseille Trainerkarriere. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Heute in dieser Folge werden wir Stade Brest spielen, West Ham United und Nizza. Allerdings eine Änderung gegenüber der letzten Folge. Ich werde alle drei Spiele euch in den Highlights präsentieren, nicht euch live ein Spiel zeigen, weil sonst wird die Folge wieder ewig lang. Und genau. So werde ich gegen Stade Brest nicht spielen. Ich werde was ändern. Werde natürlich hier ein JKT spielen lassen. Rechts werde ich mal einen Saar wieder eine Möglichkeit geben. Links Amavi. Vorne Luis Enrique oder beziehungsweise Gomez. Dann im Mittelfeld Kamara, der will mal wieder Einsatzzeit. Und auch hier werde ich wieder rotieren. Werde einen. Wo ist der Mann? Wo ist Radonjic? Werde ich Radonjic wieder spielen lassen. Rechts natürlich wieder Koulibaly. Das ist völlig klar. Und vorne werde ich mit Perez und Wemer spielen. Und da führen wir mit etwas Verspätung. Habe ich auf die Aufnahme gedrückt. Aber es war ein sehr gut herausgespielter Treffer. Und somit führen wir dank Perez mit 1:0. Wir machen ein sehr gutes Spiel, nutzen unsere erste Chance und ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass es eine erfolgreiche Folge wird. So einfach kann es gehen. Kurz vor der Pause macht Nemanja Radonjic das 2:0. Und wenn wir so in den Spielen gegen Nizza, gegen Paris oder die anderen Teams spielen, dann könnten wir wirklich noch ernsthafte Möglichkeiten für den Meisterschaftstitel haben. Weil so wie wir jetzt in dieser Folge spielen, das ist wirklich effizienter. Ich habe heute wirklich einen guten Tag erwischt. 2:0 für Marseille. Mit diesem 2:0 geht es in die Kabine. Ich habe ein sehr gutes Gefühl und werde natürlich weiterhin in der zweiten Halbzeit dranbleiben. Wir schauen uns das Tor nochmal in der Wiederholung an. Hier der Ball auf Bradaric, er läuft und dann legt er ab auf Perez und er macht das 3:0 hier. Somit ist es die Entscheidung hier in der 90. Minute. Das muss es rein theoretisch hier gewesen sein. Und normalerweise sollte der Schiedsrichter jetzt jeden Moment zum Abpfiff pfeifen. Das macht er nicht. Doch, jetzt macht er das. Am Ende wird es ein 3:0 Sieg gegen ein demoraltes Stade Brest. So kann man doch in eine erfolgreiche Folge starten. Jetzt natürlich das Rückspiel im Viertelfinale der Europa League gegen West Ham. Das wird natürlich viel schwieriger. Jungs, Tanguy Koulibaly hat sich verletzt. Die Diagnose lautet Kreuzbandriss. Er wird für 7 Monate ausfallen. Ach du Heilige. Schreibt es mal in die Kommentare, was für ein Backup ihn ersetzen könnte in der nächsten Saison. So werde ich gegen West Ham spielen mit Mandanda da im Tor, die Abwehr Bradaric, Saletasar, Valerdi und Lirola, das Mittelfeld Gomez, Guay, Radonjic und Luis Enrique und vorne W zusammen mit Arkadiusz Milik. Und da fällt Randolph unglücklich ins eigene Tor ab. Nach 4 Minuten liegen wir bereits durch Timothy Way in Führung hier in London. Das ist natürlich sehr wichtig, hier schon mal in Führung zu sein, weil Randolph es in dieser Folge nicht gut macht. Wir sind gut in die Partie gestartet, hatten einen Pfostenknaller und dann ist es Timothy Way, der Randolph irgendwie anschießt. Er dann den Ball aber nicht kontrollieren kann und ins eigene Tor ihn abwehrt. Somit liegen wir hier vorne und somit haben wir die Möglichkeit, gut jetzt aufzuspielen und unsere Chancen zu nutzen. In der 87. Minute kassieren wir das 1:1 und das ist natürlich zu diesem Zeitpunkt sehr schlecht. Vlasic mit dem Ausgleich in der 87. Minute. Wir schauen uns das Tor in der Wiederholung nochmal an. Leider zu einfach. Und dann hat man dann da leider keine Chance mehr. Hier steht es 1:1. Na gut, dann müssen wir halt wahrscheinlich in die Verlängerung.
Und wir hatten unsere Chancen durchaus, aber die haben wir leider nicht genutzt. Und deshalb bestraft uns West Ham hier in der 87. Minute. Somit geht es hier im Viertelfinale der Europa League in die Verlängerung nochmal eine halbe Stunde, um uns hier durchzusetzen und um ins Halbfinale einzuziehen. Mal sehen, ob es uns gelingt. Die erste Halbzeit der Verlängerung war nicht so unterhaltsam und deswegen geht es mit diesem 1:1 in die Verlängerungshalbzeit. Mal sehen, ob wir im zweiten Durchgang unsere Chancen nutzen können. Und in der 117. Minute macht Gerson das 2:1 und somit den Siegtreffer hier. Das war sehr gut herausgespielt und ich hoffe, dass wir dadurch, wie gesagt, ins Halbfinale einziehen. Das ist natürlich einfach für die Moral der nächsten Ligaspiele auch sehr wichtig. Denn in der Liga geht es auch natürlich um einiges. Das Spiel noch gegen Nizza, dann folgen noch die Aufgabe gegen Paris. Es sind noch sehr schwierige Partien zu bestreiten. Es ist vollbracht. Wir stehen im Halbfinale der UEFA Europa League. Und mal sehen, wer unser Gegner heißt nach einer sehr guten Vorstellung. Wir werden mal sehen. Leicester ist weiter, Leverkusen gegen Zvezda 1:1 sowie die anderen Begegnungen. Und Cervena Zvezda haut Leverkusen raus. Porto ist weiter und Galatasaray ist im Halbfinale. Im Viertelfinale, sorry. Nicht im Halbfinale. Das Viertelfinale ist es, okay. Radanić möchte sich natürlich bedanken und auch Kamara, dass sie wieder spielen dürfen. Turnierpreisgeld 1,2 Millionen. Und wir schauen jetzt natürlich, wer unser Gegner wird im Viertelfinale. Es ist Manchester City. Wir treffen auf Manchester City im Viertelfinale. Okay, das ist eine Hausnummer. Das ist schon mal so ein Spiel, was in der kommenden Saison ein Spiel sein kann in der Champions League. Und da können wir zumindest schon mal Champions League Luft ein bisschen schnuppern gegen Manchester City. Mal sehen, aber erstmal muss natürlich Nizza besiegt werden. Wir werden so spielen mit Mandanda im Tor, die Abwehr Lirola, Salitazar, Perez und Bradaric. Das Mittelfeld Gomez, Kamara, Radonjic und De La Fuente. Vorne Milik und Timo TV. Mugicinica mit Benitez im Tor. Lotomba, Holding, Todibo, Barth in der Verteidigung. Rigoni, Kevin Campbell, interessant. Claude Maurice und Guerri im Mittelfeld. Und vorne Delors und Dolberg. Es ist mein erstes Freistoßtor in FIFA 22. Arkadiusz Milik, schaut es euch an. Huiuiuiui, wem gelingt denn das? Jungs, es ist mein erstes Freistoßtor und in einem so wichtigen Spiel. Ja, Jungs, ganz stark Arkadiusz. 1:0 für Marseille. Sorry, Jungs, aber ich muss es mir nochmal ansehen. Krass, also ich habe natürlich ein bisschen mittig gezielt und dann haut er den einfach so rein. Legendär, einfach Traumtor. Wow, und das mit Marseille, nicht mal mit Ronaldo oder so, einfach mit Arkadiusz Milik haue ich diesen Ball ins Tor. Es ist der absolute Wahnsinn. Das ist mein erstes Freistoßtor in FIFA 22. Aber es war auch aus einer guten Position. Somit ist hier Halbzeit. Wir führen in einer sehr guten Partie mit 1:0 gegen Nizza, gegen den Tabellenvierten, wohlgemerkt, dank eines Freistoßtores von Arkadiusz Milik. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Genial, Arkadiusz Milik.
Also, was ist mit den Torhütern los? Ah, es war Abseits, aber trotzdem. Der Torwart hat ihn noch gehabt, aber das Tor sieht man nicht hier. Der Ball landete im Tor. Es war allerdings Abseits. Somit endet die Partie am Ende mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg. Dank dem Freistoßtreffer von Minig. Es hat gereicht. Gott sei Dank habe ich ihn so platziert, gezielt und getroffen. Und mal sehen, auf welchem Platz wir jetzt sind. Natürlich bleiben wir weiterhin auf der 2. Aber jetzt wird es natürlich spannend. Die letzten 10 Spieltage, das wird natürlich eng und ganz klar spannend. Und mal sehen, wer die Gegner im April werden. Somit wird es ein harter Monat in der nächsten Folge und auch wieder eine Folge mit 3 Spielen, wenn nicht sogar 4 Spiele. Saint-Étienne, Manchester City im Hin- und Rückspiel und Montpellier. Und dann in der übernächsten Folge Paris, Nantes und Stade. So werde ich es machen. Nach dem 29. Spieltag sind wir auf Platz 2, haben 59 Punkte. Und ich meine, PSG hat gepatzt. Nee, die haben 4:2 gewonnen. Warum ist es dann so eng? Ah doch, ja klar, 9 Punkte Abstand. Okay. Und damit, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen in der Freiburg-Karriere wieder. Bis dahin, macht es gut, haut rein und vielen Dank übrigens für 139 Abonnenten. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.